Jahr 2012. Ich bin CraftOP. Ich bin CraftM. Ja, und wir spielen heute Alarm für Cobra 11. Und jo, das sollte eigentlich Folge 6 sein. Wenn mir die erste. Ja, egal. Und wir mal Autobahn, würde ich sagen, weil Autobahn fahren wir eigentlich selten. Wir fahren die meisten noch dort. Ja. Ah, okay. Nee, wir wollen Autobahn. Mal den. Nee, die Barguck, das ist so eine kackfahren, blöde Strecke. Da startet so. Oder geht das da aus? Oh mein Gott. Ah ja. Wie. Oh. Jetzt fest, weil ich eigentlich sah. Egal. Jo, wir produzieren demnächst hoffentlich eine Folge, wo wir nur rumfahren und uns gesehen schrotten. Genau. Die Folge wird dann demnächst irgendwann mal hochgeladen oder auch produziert, das mal, wir müssen mal aufnehmen. Und ja. Die ist hoffentlich, wird hoffentlich ja lustig und unterhaltsam. Ja. Und jetzt will ich mal eure Meinung hören. Wenn im Internet steht, der Kino, der Film 14:30 startet. Ist es für euch, dass der losgeht? Oder dass man die Werbung kommt? Ballert's in die Kommentare rein. Weil ich interpretiere daraus das, dass der Film dann losgeht, also ist dann startet schon und jetzt erstmal noch Werbung kommt. Ja. So. Und jetzt geht's los. Und wir haben fast Licht vor. Ja. Ich bin der Untere. Ist mir doch egal. Holy shit! Es kann sein, dass ich diesmal gewinne. Ja. Das wird ja mal Zeit, aber wir müssen so aufhören. Also momentan steht der Club 4-1. Das ist das Feuer Club auf Folge 6. Look at that. Kaputt gefahren. Und ich komme einfach nicht dran vorbei, also Kassel, du hast den Sieg schon sicher nicht. Nein, das war nicht jemand. Wir fahren gerade mal 2 Runden. Und ich bin gerade mal nur, weil ich am Anfang ein bisschen vorne bin und mich gerade ein bisschen anstrecke. Ein bisschen noch unsere erste Together Folge, also da hatten wir damals mit dem ganz alten Mikrofon. Also das war ja noch nicht das produktivste Video. Weil dadurch hatten wir wirklich, wir hatten ein Headset und mussten in 2 Stunden aufnehmen. Und das war immer mit dem hin und her, gab es dann immer Luft, so atmen. Oder noch mal eine Meile mit dem Standmikrofon, da hat man uns nicht gehört, weil das einfach noch scheiße war. Nee, das war wahrscheinlich, du musst deinen Kopf irgendwie fixiert haben. Entweder, ich habe wahrscheinlich 2 Varianten. Einmal war es, dass wir uns bewegt haben, ich glaube aber nicht, oder das Mikrofon war zu nah dran. Ja. Aber da kann ich nicht sagen, weil ich das sind immer noch auf, also momentan nehmen wir mein Kameramikrofon auf, was auch eigentlich in der Mitte von uns beiden ist, dadurch haben wir auch gleichzeitig Aufnahme erstimmen, hoffe ich zumindest, aber eigentlich sollte so sein. Ja. Ja. Und jetzt fahren wir hier lang. Weil will ich eigentlich Autobahn fahren? Das ist die Autobahn, Welt. Also die Stadt auch mal. Und in der nächsten Folge oder in der Folge, wo wir frei rumfahren, wollen dann auch mit Tandbremse, also ausbremsen, also die Tricks machen. Bei ich will jetzt gerne reinkommen. Man sagt das immer. Was? Man sagt das immer. Weiß ich nicht. Backfisch. Haben wir das schon erwähnt in der Einfolge? Ja, eigentlich. Ach, wieder. Wenn nicht, werden wir es nachschauen und dann auch in der nächsten Folge rein. Ja. Und heute ist anders, also kam vorhin Cobra 11. Wir haben es nämlich jetzt gerade. Nicht gucken, aber wir sind Club 22:30 Uhr. Ja, so würde ich ungefähr tippen. Ja. So 2K. Und also kam vorher Cobra 11. Die Folge war mit dem. Ja, vorhin Lux Girl, die da entführt wurde oder sollte. Und dann irgendwie da nicht. Ja. Es war halt die eine Hand für die Option-Kämpfer und mit der nächste Abhängig. Nicht Larissa, sondern die andere. Also die letzte Option-Kämpfer. Ja, die Blonde, die rote, die dann die rote Haare hatte. Ach,
die war das. Die mit den roten Haaren, ja, die. Dann Dschungelkämpfer mit Joey und sowas. Ach, die. Hast du ja keinen oder was? Ich hab die leider keinen im Gesicht. Ach, ich kann mir keine Gesichter mehr. Ich weiß auch nicht, wie die heißen soll. Also, wenn ihr wisst, wie die Rothaarig aus Dschungelcamp hieß letztes Jahr, also nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, und ihr bei Joey Six Top mal sagt, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde mal sagen, 2, 4 für mich. Ja. Ich habe auch am Anfang total verschissen. Ich bin einfach in den LKW stecken geblieben. Ja, das ist also, manchmal hat man über den geilen Lauf oder eine Einfolge, die hochladen schon ist, sein sollte. Da haben wir ja zum Schluss, habe ich aufgeholt und zum Schluss war es ein Kopf an Kopf rennen. Dadurch, dass mich Dr. P weggeschippt hat, bin ich auf die ganze Obergeflogen halt gewonnen. Das ist wirklich ein Kopf an Kopf rennen. Müsst ihr nochmal reinziehen. Die Szene war zwar etwas verleckt, aber trotzdem, es war eine geile Szene. Das muss man lassen. Und komm, schaffst du auch noch die. Zack. War mich noch gecrashed, das sieht doch geil aus. Und ich glaube, die war nicht so verleckt, die Folge. Nö. Aber, das mit den LKW, das war ein bisschen scheiße. Deswegen habe ich noch so ein bisschen zum Schluss, aber es passt doch zu Spieler 1 erster und Spieler 2 zweiter. Ja, trotzdem. Also hoffentlich warst du wieder im nächsten Gewinner, aber das wird dann in der nächsten Folge sein. Ja, bis dahin sagt Crafter P. Ciao, ciao. Und ich sage es auch. Ciao, ciao.